ersten Frage. Wer singt den Titelsong im Kinokassenschlager Fuck You Goethe 2? Ich war mit meinen Kindern letzten Samstag drin. Drei, zwei, eins. Kein Punkt für niemand. Die Damen von den Cheerleader da hinten, schreibt mal ganz laut, wer das Ding singt. Wer singt es? Drei, zwei, eins. Ja, los. Lena Meyer-Landrut. Ja. Lena, natürlich. Ich sing das Ding, Lena. Gut, es ist nichts verloren. Die Männer wussten das halt nicht. Ja? Die gucken sich die Dame lieber an. Frage Nummer zwei. Wie heißt die Mutter von Aurora Ramazzotti? Sebastian von den Cheerleadern des VfR Aalen. Michelle Hunziker. Damit geht ein Punkt an die Cheerleader des VfR Aalen. Frage Nummer 3. Gestern hat in Frankfurt die IAA begonnen, beziehungsweise diese Woche hat die IAA begonnen. Was ist BMW-Chef Harald Krüger bei seiner... Sebastian von den Cheerleadern des VfR Aalen. Er kollabierte bei seiner Ansprache. Mhm. Damit geht der zweite Punkt an die Cheerleader des VfR Aalen. Und es bleiben noch 5 Fragen übrig. 4 Fragen bleiben noch übrig. Welcher mit einem Nagetier verwandte Promi hat diese Woche in Berlin für Scharen kreischender... Sebastian von den Cheerleadern des VfR Aalen. Das müsste Justin Bieber gewesen sein mit seinem Duett mit Bryan Adams. Ja, zum Kreischen hat er sie gebracht, weil es vorne, aber Justin Bieber ist vollkommen richtig. Damit geht der dritte Punkt an die Cheerleader des VfR Aalen. Und das heißt, die anderen Vereine können eigentlich im Moment nur gleichziehen. Dann würde es ein Stechen geben, weil es bleiben nur noch 3 Fragen übrig. Könnte also jetzt die Entscheidung über 7.777 Euro fallen? Wer ist der mitgliederstärkste Verein in Deutschland? Manuel von der Jugendorganisation Bartholomä. Es müsste der ADAC sein. Der ADAC ist richtig, damit geht ein Punkt an die Jugendorganisation Bartholomä. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass nur noch Bartholomä, die Jugendorganisation mit Manuel, mit den Cheerleadern des VfR Aalen gleichziehen kann. Also im Prinzip geht die nächste Frage an euch zwei. Wo im Radio Siebenland entsteht gerade das höchste Gebäude Baden-Württembergs? Die Zeit läuft. 3, 2, 1. Aus! Die Antwort wäre, es ist der Testturm in Trottweil. Ja, 230 Meter hoch, da sollen Aufzüge getestet werden. Damit ist entschieden! Die Cheerleader vom VfR Aalen. Ich bedanke mich an diese Konzerte. Natürlich beim FC Frankfurt, natürlich bei der Jugendorganisation Bartholomä und bei den Günzburger Blechbätscher. Ja, mit euch, mit Sebastian und den Cheerleader allen quatschen wir gleich nochmal, aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik. Yeah.